Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Die letzte Aufnahme kann ich leider nicht zeigen. Ich habe sie mittlerweile auch jetzt gelöscht. Vielleicht nehme ich die später mal noch auf und schiebe sie dazwischen. Das war eben Damaskus, das zweite Attentat in Damaskus. Und ja, ich kann das leider nicht machen, bis ich hier die komplette Erinnerung beendet habe, wie ich festgestellt habe. Und ich will nicht wirklich so, wie viel ist's, 3 Stunden, ohne 4 Stunden komplett wieder neu aufnehmen, nur um das einen zu zeigen. Ich werde dann erklären, was an sich storytechnisch passiert ist. Wir haben uns halt dem Händlerkönig Abul Nukut gestellt, welcher vorhatte, die ganze Bevölkerung zu vergiften, beziehungsweise den Teil der Bevölkerung, den er auf ein Fest eingeladen hatte, da er davon ausging, dass die Leute ihn wegen seiner Statur, weil er ziemlich fett und verpickelt war, wie ein Monster sehen. Und natürlich sah er so aus, weil er ziemlich reich war, und wie wir wissen, ist Reichtum, vor allem im Mittelalter, ja durch Beleibtheit zur Schau getragen worden. Und natürlich verfehlst du den Heuhaufen und wir sind tot. 10 von 10 would die again. Nun ja, egal. Wie gesagt, vielleicht zeige ich es an anderer Stelle mal nochmal, vielleicht auch nicht. Wird sich dann noch rausstellen. Hier auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal um die Aussichtspunkte kümmern. Oh, natürlich will uns noch wer töten. Das ist ja unser täglich Brot hier in dem Spiel sozusagen. Komm hoch, Alter, hier, bevor wieder wer was nach uns wirft. Ja, jetzt sind wir auch schon aus Sichtweite bei der Höhe, was eigentlich auch ein Zeichen von Realismus ist. Da ist ja wer. Ach, da ist er mal in den Tod gefallen. Und wir haben den zweiten von 60 Templern eliminiert. Wie gesagt, werde ich nicht alles machen, weil das würde zu lange dauern. Viel zu lange. Hier ist jetzt der nächste Punkt synchronisiert. Und natürlich wähle ich den nächsten auch direkt aus. Ich hoffe ja, da ich das hier ja leider mit Fraps aufnehmen muss, dass Order City lange genug stabil läuft. Sonst werde ich ein Problem haben. So, da hinten geht's lang. Obwohl, wenn wir schon da sind, können wir denen auch eigentlich helfen. Hey, was los? So, hier. Vorsicht jetzt. Warum hat er jetzt auf einmal... So, egal, der ist weg. Komm weg mit dir, Junge. Ach, du wolltest doch eh sterben. Kann man nichts machen. Und jetzt komm her mit dir. Und weg bist du. Ach, das noch wer. Komm schon. Gib dein Leben für die gute Sache. Ihr glaubt doch daran, was ihr hier tut, oder nicht? Und ein weiterer. Weg mit dir. Wer denn noch alles? Komm. Endlichst. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft habe. Natürlich. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Ich könnte jetzt sowas sagen wie, warum zahlst du uns das nicht mit deinem Körper zurück? Aber das lasse ich mal. So. Das ist eh so gut. Wenn ich sag, das könnte ich sagen, dann sage ich's. Und dann, nee, lass mal. So.
Da hinten ist der nächste Turm. Wir sehen ja auch schon, beziehungsweise Aussichtspunkt. Und schnell rauf da. Da hinten müssen wir später eh noch hin an diese Kathedrale oder was es darstellen soll. Und hier ist das. Synchronisieren. Hey komm, wähl das. PC-Steuerung, ich hasse dich. So, da geht's runter. Wenn ich das sag, könnte man mich natürlich fragen, warum spielst du es dann auf PC? Grafik, deswegen. Gib mir doch ein bisschen nee, du kriegst nix. Alle. So. Hier haben wir also wieder ein Attentatsziel. Auch ein weiterer Grund, weswegen ich das wahrscheinlich nicht nachmachen werde, was mir verloren gegangen ist, ist einfach der Grund, es ist storytechnisch nicht wirklich relevant. Wir tun hier immer genau das einselbe. Da gibt es eine kurze Sequenz, in der wir gesagt bekommen, warum er irgendwas getan hat und fertig. Wirklich interessieren braucht es uns nicht und irgendwas ändern tut es auch nicht. Dann lehre ich dich das auch mal. Und weg mit dir. Leider eine Sekunde zu spät, aber egal, du bist weg. Und komm her, mein Freund, du bist doch auch. Das könnte man auch Luftattentat nennen. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, der soll mir besser ein bisschen zur Hand gehen. Wir haben hier Dinge zu tun und Leute zu erdolchen. So, aber da hinten ist eine Leiter. Da geht es natürlich aufs Dach hoch. Mal sehen. Ich muss das anders auswählen. Das Gameplay war hier im ersten halt noch etwas sehr grob. So, darauf. Wenn ich irgendwann das letzte, was übersprungen ist, mal nachhole, wird es wahrscheinlich wirklich nur das Attentat sein. Weil die ganzen Nebenquests und Türme suchen etc. ist jetzt nicht so wichtig und vor allem nicht spannend. Weder für euch noch für mich. Deswegen wundert es mich eigentlich eh, dass ich Views hier rauf hab. So. Wie muss ich denn hier jetzt am besten daneben, wenn ich es richtig gesehen habe auf der Karte? Ja, da hoch. Man hatte schon gesehen, dass die Mauer nicht so hoch ist. So, komm schon, alter ihr. Ach, jetzt muss ich außen rum, weil du da nicht springen willst. Und, was haben wir hier? Eine von 34 Templerflaggen. Ja, die letzte Flaggenart ist, glaube ich, der deutsche Ritterorden hier in Akkon. Und da hinten ist ja auch direkt schon unser nächster Turm. Hoffentlich. Ja, du brauchst gar nichts. Weg da. Sieht so aus, könnte ich da hochklettern. Hoffe ich. Ja. Ging. Und ich komme sogar ganz hoch. Das ist mal eine erfrischende Neuerung. Und wie sieht's hier seitlich aus? Nee, leider nicht. Nein. Verdammt. Es hat Gründe, weswegen ich das hier sehr ungern mache. Und wer wirft hier überhaupt nach mir? Dafür müsste es eigentlich Rache geben. Ja, zum Beispiel an dir. Und jetzt weg mit dir. Wir haben Türme zu erklimmen. So, hier hoch. Und da sind wir. Synchronisieren.
So, das erledigt. Und hier unten ist natürlich der nächste Aussichtspunkt. Ich komme sogar ganz gut voran, was die Aussichtspunkte angeht dieses Mal. Das war dem letzten Mal ja nicht so der Fall. Oder bei dem letzten Mal. Und hoch da. Komm schon, Alter, ihr. Nee, ging nicht. Nein. Die Steuerung. Die macht mir in jedem Teil, bis auf Unity, wo ich es endlich mal halbwegs hinbekommen habe, Kopfweh. So, hoch da. Und da sind wir schon. Ja, Adler ist schon gut. So, synchronisieren. Komm schon. So. Der nächste Punkt ist dann da drüben. Und wir haben ja schon die Hälfte der Punkte. Zwar ein bisschen über der Hälfte der Zeit, aber da habe ich halt ein bisschen getrödelt, würde ich mal meinen. Verdammt. Das war nicht unbedingt so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte. Kommt schon, Jungs. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Krass, Kamera. So. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Und jetzt gib uns alle dein Geld. Wer kann sowas getan haben? Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, ist gut. Ich bin ja gleich wieder weg, mein Freund. Ich muss nur mal da kurz rauf. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Wie ich das manchmal hasse. Genau wie in Dark Souls, das eben der Fall war, als ich es aufgenommen habe, wo ich auch einen Pfeil abbekommen habe beim Klettern. So. Und ab runter. Der nächste Aussichtspunkt ist da. Ich versuche heute auch das ganze Spiel in einer Sitzung durch aufzunehmen, damit ich das dann endlich mal von der Backe hab. Von der Backe in dem Fall halt eher, dass ich es in einem konstanten Fluss hochladen kann. Ich vermute mal, dass ich so auf 15 Folgen kommen werde. Ich habe gar nichts gemacht, was willst du? So, da geht's hoch. Hier. Komm schon, beweg dich. Das Gute hier ist zumindest, dass die Türme, es sind zwar relativ viele, aber sie sind nicht sonderlich hoch. In späteren Assassin's Creed-Teilen sind diese Hilfbürger X davor nicht abgestochen und gehäutet zu werden, Mission ja zumindest mal weg. So, das ist synchronisiert. Dann wollen wir direkt mal hier unten hinlaufen. Nicht dahin. Aus dem Weg, Gesindel.
So. Ich glaube, das mit dem Bogenschützen hier wird ziemlich beschissen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Ich kann sogar rein, ohne abgestochen zu werden. Das ist doch mal angenehm. So. So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Ja, ja, ist gut. Man sieht hier, hier oben ist ja der nächste Punkt. Und Achtung, Spoiler. Schert euch fort. Hier wird nachher das Attentat stattfinden. Deswegen hat es mich nämlich gewundert, dass wir reingelassen werden. So, hier schnell die Treppe hoch, beziehungsweise Leiter. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Hoch da. Komm schon. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass wir ins Wasser fallen und... Das wäre doch was, das ich nach Möglichkeit lieber vermeiden würde. Alter, ihr ist jetzt nicht so der beste Schwimmer. So. Da hoch. Oh, nein. Verdammt. Oh, hier. Da habe ich gerade schon gedacht, wir würden einen Tauchgang wagen. Bin ich eigentlich schon zu hoch? Nee, ich glaube nicht. Na, da oben ist's ja. Nicht, dass es mir so geht wie... Ich glaube, das war sogar in einer der Folgen, die ich nicht hochladen konnte. Da war ein Aussichtspunkt dabei, der so hoch gelegen hat, dass ich überhaupt Probleme hatte, hochzukommen. Aber hier geht das jetzt ja. Und direkt mal synchronisiert. Der letzte ist dann hier ein Stück weit außerhalb. Aber hier an der Stelle beende ich den ersten Part auch mal und ich würde meinen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 1.